Zu diesem Projekt kam es, weil wir uns im Vorfeld schon seit vielen Jahren damit beschäftigen, wie wir unsere praktischen Lerninhalte noch einfacher, noch besser, interessanter umsetzen können. Und wir haben festgestellt, dass es in vielen handwerklichen Berufen bereits Digitalisierung gibt in der Ausbildung. Und wir konnten uns innerhalb des CJD auf ein Projekt bewerben und sind jetzt ganz glücklich, auch Projektteilnehmende zu sein. Im Moment sind wir an dem Punkt, dass es einen Prototypen gibt und der wird gerade getestet. Die Ziele sind vorrangig eine Unterstützung in der Praxis, in der Ausbildung, in der Vermittlung von praktischen Inhalten, wie zum Beispiel beim Haarschneiden, dass ein Hologramm abgebildet wird in der HoloLens und die Azubis dadurch sicherer im Haarschneiden werden können.